Bevor das Video losgeht, kleine Info vorweg. Ihr wisst ja, ich bin aktuell in Italien unterwegs und nach so einem anstrengenden Tag wie heute, wir sitzen hier gerade an einem wunderschönen Spot direkt am Wasser, darf natürlich eine vernünftige Mahlzeit auch nicht fehlen. Der ein oder andere kennt vielleicht schon meinen neuen Partner. Wer nicht, aufgepasst, ich erzähle euch kurz ein bisschen was darüber. Und zwar handelt es sich dabei um die gesunden Bio-Fertiggerichte von Löwenanteil. Kennt sicherlich jeder von uns die Situation, egal ob zu Hause, auf der Arbeit, in der Mittagspause, wenn es mal schnell gehen muss oder natürlich auch unterwegs. Die Bio-Fertiggerichte von Löwenanteil sind super schnell zuzubereiten. Einfach 2 bis 3 Minuten zu Hause in der Mikrowelle oder unterwegs im Topf, auf dem Feuer oder auf dem Gaskocher erhitzen und schon kann gegessen werden. Das Ganze ist natürlich ohne Konservierungsstoffe, ohne Farbstoffe, ohne künstliche Aromen und ohne Zuckerzusatz. Also gesunde, natürliche Bio-Zutaten ausgewählt. Und 6 von 8 Sorten sind vegan. Ich habe hier auf jeden Fall Kichererbsen-Curry mit Kokosmilch am Start. 642 Kilokalorien und 31 Gramm Protein im ganzen Glas, also auf jeden Fall eine ganz schöne Bombe. Man kann sich dazu natürlich auch noch ein bisschen Reis oder Nudeln oder Gemüse machen. Und dann reicht so ein Glas auf jeden Fall auch für 2 Personen. In dem Sinne, wer das Ganze gerne selber mal probieren möchte, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link. Da kommt ihr zu den verschiedenen Probierpaketen von Löwenanteil. Es gibt komplett vegane Probierpakete und gemischte Probierpakete. Checkt das Ganze gerne mal ab. Und mit dem Code BUDDY-YT könnt ihr 10% auf eure Bestellung sparen. In dem Sinne, wir lassen uns jetzt schmecken. Weiter geht's mit dem Video. In dem Sinne, moin moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin immer noch unterwegs mit Dustin und mit André im Ausland, auf großer Auslands-Lost-Place-Tour. Und im Hintergrund seht ihr vielleicht schon die Mauern eines alten Gebäudes herausstechen. Und zwar werden wir uns ein altes verlassenes Krankenhaus anschauen. Das Gelände ist auf jeden Fall riesig und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal gemeinsam an. Wir machen uns hier erstmal einen kleinen Überblick, weil das Gelände ist wirklich riesig, Leute. Hier geht jetzt eine schicke alte Treppe hoch. Und wir schauen erstmal in so ein kleines Nebengebäude hier. Die sind auch alle miteinander verbunden über solche Gänge. Allerdings, vielleicht sieht man es hier auf der anderen Seite, wenn man hier mal aus dem Fenster guckt, genau. Da sind solche Überführungsgänge, die gehen von Gebäude zu Gebäude. Und damit ist das komplette Areal, das sich hier auch noch ewig lang zieht, miteinander verbunden. Alter, was ist das denn? Dieser Gang, ich habe noch nie so einen langen Gang gesehen. Am Ende vom Gang. Da steht ein Stuhl. Oder irgendwie sowas, eine Liege. Ich habe noch nie so einen langen Gang gesehen. Guckt euch das an, diese hohen Decken. Ich gehe mal auch davon aus, dass das mal hier Patientenzimmer waren, wo mehrere Betten standen. Die sind, hier ist alles so überdimensional. Guck mal, jetzt ist so ein Ärztezimmer wahrscheinlich. Hier ist so ein Spuckschutz vor. Sonst, naja, relativ leere Gänge. Relativ leere Zimmer, allerdings alles dieser schöne italienische Charme mit diesen Rollläden, finde ich ja mega schön immer. Wahrscheinlich ein ehemaliges Patientenzimmer. Lampen hängen tatsächlich noch an der Decke. Atmosphärisch auf jeden Fall ganz spannend. Vor allen Dingen mit den Farben und sowas auch hier im Flur, ne? Super hohe Decken. Ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Hier ein steinalter Aufzug. Richtig mit so einem Käfig, wie man das früher öfter hatte. Das ist echt der Wahnsinn, Leute. Du denkst, du hast schon alles gesehen. Nee, da hinten geht das Gebäude nochmal genauso weiter. Also quasi gespiegelt. Hier geht ein wunderschöner, zugewachsener Gang mit riesigen Fenstern entlang. Mitten durch diesen Urwald. Alles zugewachsen. Und da in der Mitte das Herzstück. Eine alte Kapelle. Das sieht aus wie aus dem Film hier. Guckt euch dieses Gebäude an. Ich kann es nicht oft genug sagen.
diese Ausmaße, diese Farben, die hier jetzt an diesem schönen sonnigen Tag auch überall sind. Oh, das ist alles so knackig grün, dazwischen dieses alte ranzige Gebäude, was aber so einen übelsten Charme hat. Und diese Gänge hier, die komplett von Gebäude zu Gebäude gehen, das wirkt irgendwie wie aus Harry Potter oder sowas. Die ist übrigens wirklich Mittelpunkt von dem ganzen Gelände hier. Komplett drumherum gehen diese Wege, alles offen, dass du quasi in den Innenhof und zur Kapelle gucken kannst. Auf der anderen Seite auch, komplett in die Runde. Da drüben geht das Gebäude auch noch weiter. Und das ist die alte Kapelle, Leute. Oh, oh mein Gott. Ist das Wahnsinn. Guckt es euch an. Das sieht aus wie aus Assassin's Creed oder sowas. Mit diesen Wandbemalungen. Was ein wunderschönes Gebäude. Da unten stehen sogar noch ein paar Bänke. Unglaublich, dass das hier einfach verlassen ist, oder? Du kommst hier aus dem Staunen nicht mehr raus. Im Ernst jetzt. Diese Gänge hier. Diese riesen Gänge. Jetzt mal ohne Mist, das ist der schönste Lost Place, den ich je gesehen habe. Definitiv. Zumindest von außen und sowas. Ich meine, in den Zimmern ist nicht mehr viel drin, viel zerschlagen, viel Graffiti. Aber diese Architektur und diese Größe, wir haben ja noch lange nicht alles gesehen, das ist definitiv der schönste verlassene Ort, den ich je gesehen habe. Jetzt guckt euch bitte allein dieses Treppenhaus an. Mit diesen Verzierungen da oben. Hier waren überall Lichtstrahler, die das angeleuchtet haben. Hier waren noch irgendwelche Skulpturen drauf. Ich meine, allein jetzt die Lichtstimmung durch diese gelblichen Fenster. Hier nochmal eine Riesenhalle. Vielleicht ein alter Essenssaal oder sowas. Da hingen Kronleuchter. Riesenglasfront. Marmorboden. Hier auch. Man kommt hier aus dem Staunen wirklich nicht mehr raus. Ich glaube, ich habe den ehemaligen Haupteingang gefunden. Es sieht mir zumindest aus wie so eine alte Rezeption hier in der Mitte. Links und rechts auch wieder wie in so einer Kirche. Abgesperrt, da stand bestimmt mal eine Statue. Dann bist du hier reingekommen durch den Haupteingang. Und das war das Erste, was du gesehen hast. Bastian hat es gerade auch schon gesagt. Was muss das hier mal für eine Verwaltung gewesen sein von diesem Gebäude? Wie viele Leute müssen hier gearbeitet haben, allein das Ding instand zu halten? Dann waren hier ja hunderte Patienten wahrscheinlich untergebracht. Ärzte, Arztpersonal, irgendwelche Schwestern, Es ist ja unfassbar. Das ist ja eine halbe Stadt. Und wenn du hier mal irgendwie in eine Richtung falsch gegangen bist, dann musstest du erstmal wieder 30 Minuten in die andere Richtung laufen. Also hier hast du bestimmt am Tag einige Schritte gemacht. So, wir sind jetzt nochmal von unten in die Kapelle rein und von hier wirkt es einfach nochmal viel größer. Vor allem mit dieser Kuppel da oben, diesen orangenen Fenstern da drin. So, es geht nochmal weiter in den Keller des Gebäudes. Und der ist, wer hat es gedacht, dementsprechend passend zum Gebäude auch super groß.
Wahrscheinlich ist das ganze, Alter, das ist ja unfassbar. Dieses ganze, komplette Gebäude, alles, was man oben sieht, ist einfach nochmal untertunnelt scheinbar. Du bist hier auf jeden Fall ein bisschen lost, weil da geht's bis in den Horizont. Da geht's super weit. Da geht's um die Ecke super weit. Und da geht's auch nochmal super weit. Ja, es ist gar nicht möglich, dieses Gebäude hier komplett zu erkunden. Das geht gar nicht. Hinter jeder Ecke kommt der nächste Gang. Und da geht's dann nochmal um die Ecke und nochmal weiter. Oh, Aktenlager hier, wa? Von 30, oh, von 89. 88, 87. Bis 2000, das ist das Neueste, was ich hier sehe. Ja, damit bist du auf jeden Fall schneller hier unterwegs gewesen. Aber wenn das die beiden einzigen Waschmaschinen hier waren, dann waren die ziemlich armselig für das ganze Krankenhaus. Das ist tatsächlich alles Lagerraum hier. Guck mal, hier liegen Lampen. Sind das Lampen? Ich glaube, das sind Lampen. Die sind alle original eingepackt. Das gibt's nicht. Guck mal hier, haufenweise Lampen. Kartonweise. Bis an die Decke gestapelt fast. Nee, das sind Filter. Keine Lampen. Da steht irgendwas von 1939 und Filter. Hier im Nebenraum stehen auch nochmal alte Rohre. Irgendwelche Zwischenverbindungsstücke. Naja, haufenweise Ersatzteile, ne? Haufenweise Rohre da drüben noch. Wahrscheinlich, falls jemand irgendwie ein Schaden war. Da gab es wahrscheinlich einige Hausmeister, die das dann hier selbst behoben haben. Unfassbar, oder? Das ist ja eigentlich so ein in sich geschlossenes System hier. Also, es war alles da. Hier liegen haufenweise Heizkörper. Es war alles da, was hätte kaputt gehen können. In mehrfacher Ausführung. Ja, dass das dementsprechend auch schnell wieder in Gang gesetzt werden konnte. Aber Wahnsinn, dass das jetzt noch hier steht. Das ist wirklich irre. Der komplette Keller ist voll. Hier ist alles voll. Alle Regale von unten bis oben gefüllt mit irgendwelchen Ersatzmaterialien. Birnen, Schalter, irgendwelche, was auch immer das hier ist, Sicherungen. Es ist alles voll. Bis in die letzte Ecke. Also wir sind jetzt nochmal in der ganz obersten Etage. Ich schätze mal, dass das auch alles Patientenzimmer waren. Hier ist noch so ein riesiger Aufzug. Für Patientenbetten war der vermutlich mal, nehme ich an. Da sind die normalen Aufzüge. Ja, es sieht hier auch schon so aus mit diesem blauen. So steril. Oh yes! Das sind die verschiedenen OPs. Hier drin tropft es schon ziemlich. Okay. Man erkennt es aber auf jeden Fall noch. Warum das ausgerechnet nur hier so tropft, keine Ahnung. Aber da hängen noch diese Arme für die Geräte und Lampen. Und hier hinten hattest du wahrscheinlich Medizinschränke. Und dann geht's hier nochmal von der anderen Seite quasi in die OPs rein. Ah, das war die Chirurgie, wo wir gerade herkommen. So. Jetzt sind wir nochmal ganz oben hier. Über den Dächern. Nee, es geht noch ein höher. Über den Dächern dieses abnormal riesigen Geländes. Alles verlassen, Leute. Soweit das Auge reicht. Da hinten der Teil. Da geht's noch weiter, da waren wir in der Chirurgie. Hier unten das, die Kapelle, der Rundbogen. Und da hinten noch bis in den Horizont. Das kannst du gar nicht alles erkunden.
Also ich sag's ja, Leute, du schaffst es gar nicht, an einem Tag hier alles zu erforschen. Jetzt stehen wir hier plötzlich nochmal in so einem anderen Eingang. Hier, Eingangstür. Hier hingen überall mal so Plakate. Da hast du so eine kleine Rezeption. Guck mal, hier ist sogar nummeriert. Sortello 1. Halt immer schade, dass man jetzt entziffern kann, wenn man die Sprache nicht spricht. Aber das sind ja hier richtig verschiedene Schalter. Hey. Hey, Achille. Hallo. Hallo. Qua no, eh? No? No. No. Life. Ah. Life. People, life. Okay, okay. Okay. Okay, ciao. Thank you. Da leben welche drin. Dieser Teil hier, der ist so ein bisschen separiert von dem restlichen Gebäude. Und wir sind gerade vorne schon in die Krankenwageneinfahrt rein und haben uns gewundert, warum da so Bettgestelle benutzt wurden, um die Tür zu verriegeln. Und jetzt hat da oben gerade jemand aus dem Fenster gebrüllt, der hier scheinbar lebt. Also, ich meine, das ganze Gelände ist ja augenscheinlich verlassen, schon lange. Aber das habe ich in Italien tatsächlich schon öfter erlebt und gesehen, als Leute sich auf solchen, ja, verlassenen Geländen irgendwie einnisten. Ich weiß nicht, wie das System hier ist, ob die keine Wohnung kriegen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall scheinen hier in dem Teil welche zu wohnen. Was natürlich erklärt, warum das Ding so zugemacht wurde. Weil hier wirklich alles zu ist. Hier sind alle Rollläden zu. Und da lebt einfach ein Typ drin. Der hat sich das ja richtig alles abgeschirmt und sich da abgekapselt. So, hinter uns der ehemalige Haupteingang dieses riesigen Kloppers. Also ein Krankenhaus in den Dimensionen habe ich definitiv noch nie gesehen. Vor allem nicht verlassen, vor allem so alt, über 100 Jahre alt. Mit der ganzen Architektur einfach mega interessant. Auch wenn zum Teil nicht mehr so viel drin war. Super spektakulär. Wir haben jetzt nicht weiter irgendwie versucht, da in das Gebäude reinzugucken, weil dieser Typ da drin auch nicht so ganz so freundlich gewirkt hat. Aber gut, der will da wahrscheinlich auch nur leben und seine Ruhe haben. Wir ziehen jetzt ab. Wir werden aber die nächsten Tage, denke ich, noch ein paar spannende Locations erkunden. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Daumen nach oben. Bis dahin, haut rein.